Leute, herzlich willkommen hier bei Tiger Steel und So. Sie haben den Lordkanzler gehört, der Rat wird es nicht billigen. Unser Ritterbruder hat es sich angewöhnt, seine Befehle zu missachten. So, können wir hier weiterspielen. Wir werden Bruder Percivals Insubordination langsam leid. So. Wir werden zu vorsichtig, ha? Captain. Okay. Jetzt musste ich extra diese fette Runde laufen, damit ich hier durch kann. Rennen kann ich ebenso wenig. Galahad kümmert sich zur rechten Zeit darum. Ich habe etwas Dringenderes zu tun. Easy München. Wie viele von uns machen die Reise nach Amerika? Lord Barrett, Lord Darwin und ich selbst. Ich habe viel Gutes über die Agamemnon gehört, Lord Hastings. Sie ist das Beste, das die Vereintes Indien Company je gebaut hat. Ich verspreche eine angenehme und schnelle Reise über den Atlantik. Dürfen wir beim Start mit Ihnen rechnen, Sir Lucan? Es wäre mir eine Ehre, Ihren Jungfernflug zu sehen, meine Lords. Sir Lucan, wenn ich darf. Wenn Sie erlauben, meine Lords. Natürlich, Sir. Alistair, du weißt so gut wie ich, dass Whitechapel der Schlüssel für diese Unruhen ist, für alles. Meine Meinung ist bedeutungslos. Der Rat hat gesprochen. Wenige haben sich den Wünschen deines Vaters widersetzt. Muss ich dich erinnern, dass wir alle dem Lordkanzler zu Diensten sind? Du bist der Ritterkommandant. Bring ihn zur Vernunft. Hältst du das Eindringen in eine Rebellenfestung für vernünftig? Es ist ein akzeptables Risiko. Eines, für das du bereit wärst, die Verantwortung zu tragen, wenn unvorhersehbare Umstände eintreten? Alles, was uns zustößt, verantworte ich niemand sonst. Whitechapel bleibt unangetastet. Zumindest offiziell. Vielen Dank, Sir Lucan. Deinen Dank brauche ich nicht. Bring mir Ergebnisse. Wie der Ritterkommandant es wünscht. Ui, 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 ui. Das war ein bisschen gefährlich. Ausgezeichnet. Wann geht's los? Es geht doch nicht um Whitechapel. Aber mein Bruder hat uns einen Aufklärungseinsatz zugestanden. Sichert das erforderliche Material. Isabeau, auf ein Wort. Sagen Sie, Monsieur, der Lordkanzler. Was gibt's, Marquis? Sir Lucan und Lady Ygraine wurden von ihm adoptiert. Das stimmt. Wieso bringt er sie derart in Bedrängnis? Vielleicht, um sich den Anschein der Menschlichkeit zu geben, die er verloren hat. Als sie dem Orden beitreten sollten, hatten sie die Wahl. Und trotzdem, meine Kinder sollten so ein Leben nicht führen. Marquis, beeilen wir uns. Oui, mon général. Avec plaisir, Monsieur. Freund Mallory hatte immer schon seine eigenen Methoden. Ich kenne keinen besseren Mann. Trotzdem, ich verlasse mich auf deinen mäßigenden Einfluss. Sebastian und ich waren lange Partner. Ich vertraue ihm blind. Ein wenig Zurückhaltung könnte nicht schaden. Pass auf meine Schwester auf. Bitte. Niemand im Empire kann Isabeau schützen, wenn sie sich was in den Kopf setzt. Das ist wahr. Was soll ein Bruder tun, hm? Viel Glück und viel Erfolg. Stehst du in den Diensten, Sir Galahad? Sir Galahad. Ja, ich komme. Wie gerufen. Tesla, wo ist das Fahrzeug? Ja, Tesla. Nam, mam, 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 mam. Kann ich hier... Welche neuen Entwicklungen haben Sie für mich? Ein paar faszinierende Dinge, wenn ich sagen darf. Gibt's was Neues zu dem Ärger auf dem Grosvenor Square? Die Polizei ermittelt. Und ermittelt. Lucana, vor der Haustür des Feindes Indian Company. Was halten Sie davon? Mayfair ist nicht mehr das, was es mal war.
Erlauben Sie mir, ein paar meiner Experimente zu überprüfen. Solange schauen Sie sich um. Sehen Sie sich ruhig alles genau an. Aber vorsichtig. Aber, vorsichtig. Ist ja wie im James Bond Feeling hier, hä? James Bond im Jahre 1886. Nicola, wie geht es Ihrem Freund Edison denn so? Thomas und ich reden nicht miteinander. Der Mann ist ein Idiot. Okay. Ziemlich antik. Kaum zu glauben, dass wir diese Kommunikatoren mal benutzt haben. Interessant. Man kann hier wirklich alles anschauen. Das finde ich toll. Und was tun Sie hier, Mister? Was haben wir hier? Darf ich mal gucken? Okay, lässt du mich nicht? Ich lasse dich mal in Ruhe deine Arbeit erledigen. Ah, komm, jetzt die Nachrichten hier, nerven jetzt langsam. Ja, du bist nicht der Einzige. Das sieht auch geil aus. Hey, guten Tag, ich wollte hier die Waffe abholen. Ja? Sind Sie? Ah, hier. Jo. Bitte, hier entlang. Ja? Das hier könnte Sie interessieren. In diesem Gerät können Sie Edisons ineffizienten Gleichstrom in meinen überlegenen Wechselstrom umwandeln. Riecht praktisch zum Überladen und Ausschalten bestimmter elektrischer Systeme. Interessant. Ziemlich interessant. Eigentlich nur ein Vakuumröhrengleichrichter mit ein paar Messingklemmen, um das Design zu verbessern. Und ein Tragekoffer aus Leder. In jeder Röhre ist eine kleine Menge Quecksilber. Sobald es darin richtig ausgerichtet ist, ist das Gerät einsatzfähig. Versuchen Sie es. Krass. Ah, muss ich... Sie erstaunen mich immer wieder, Nicola. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu meiner neuesten Erfindung. Hier. Scharfschützenkarabiner SX-84. Beeindruckend. Sie hatte nie mein Auge für Handwerk. Ich habe ihn mit einem Teleskopvisier ausgerüstet. Ideal für Distanzschüsse. Ich wäre geehrt, wenn Sie ihn testen würden. Mit Vergnügen. Auf jeden! Das sieht ja geil aus. Ihr Können erstaunt mich immer wieder. Danke. Die variable Vergrößerung könnte Ihnen von großem Nutzen sein. Ups. Moment. Guter Schuss. Ah, um zu vergrößern, hä? Ein Schalldämpfer würde ihn perfekt machen. Ich kümmere mich sofort darum.
Und würden Sie gerne meine anderen Kinder kennenlernen? Verlockendes Angebot, aber ich muss zurück zu den anderen. Natürlich. Oh, das Monokular, das General Lafayette bestellt hat, liegt dort drüben auf dem Tisch. Er wird es bekommen. Wir gehen paarweise vor. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Öffentlichkeit stets zu wahren. Ich hätte gern jemand mit etwas mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Ich dachte, du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle, erlaubt mir vielleicht eines Tages mein Können zu zeigen. Eines Tages. Denkt dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Denen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung in Mayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lykaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halbblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, mon General? Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. Passt auf euch auf, alle. Dies wird kein leichter Gang. Geldschuhe. Geldschuhe. Ein Hort von Taschendieben, Kollaborateuren und Zuhältern. Früher Ungerechtigkeit. War das ganz anders. Da stand eine Kapelle. Ein Rückzugsort für Reisende. Das war sogar vor meiner Zeit. Die Stadtmauern standen noch nicht. Nichts ist mehr so, wie es mal war, Sebastian. Ja. Stimmt. Der Orden am allerwenigsten. Jojo. Wir treffen uns beim Krankenhaus. Pass auf dich auf. Verstanden. Hier entlang, Monsieur. Ja, ich komme, ja. Ich bin unterwegs. Hier haben wir... Die Asche ist noch warm. Die ist wirklich noch warm. Okay. Hallo, Jungs. Kann ich hier was aufmachen? Sehen Sie, Monsieur, diese hübschen Damen auf dem Balkon winken uns. Welchen Balkon? Lafayette. Soll das hier? Er blutet wie ein abgestochenes Schwein. Sieht nicht gut aus. Okay, kann ich hier nichts tun? Fertig. Bleib unten, dummer Penner. Ich hier nur... Okay. Das sieht hier ziemlich schlicht aus. Ja, ja. Kann ich dir nur recht geben? Sind das hier besoffene Leute oder sind das hier? Four pennies, you shall be provided. Shelter from the cold, sustenance of a meal, sleep, accommodations. Bla 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 bla.
Die pennen hier. Okay, jetzt ist nur meine Frage, wodurch? Was muss ich hier tun? Ah, ich muss hier nach oben. Ha. Die Atmosphäre sieht immer fantastisch aus, Leute. Ähnlich. Kauft euch das Spiel. Kämpft, Brüder und Schwester! Nieder mit der Königin! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Nieder mit der Königin! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Nieder mit der Königin! Abschaum nennen sie euch. Eine Schande für das Empire. Ich sage, das Empire ist eine Schande. Gehen wir. Die Königin sitzt im schönen Palast auf ihrem dicken Hintern, trinkt ostindischen Tee und lebt von dem Schweiß und dem Blut anderer Menschen. Okay. Jetzt müssen wir hier weg. Eurem Blut. Schnell. Und ich schwöre, unsere geliebte Königin ihre Aufmerksamkeit und sterblich. Deinetwegen ist sie tot. Nein. Brich ihm den Arm. Wow! Wollten Sie sich Ihre Hände nicht schmutzig machen? Scheiße! Alles in Ordnung. Sie müssen keine Angst haben. Wie hätte ich wissen sollen, dass er der Ripper war? Er war ein Typ wie jeder andere. Er hat letzte Nacht wieder getötet? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Keine Sorge, Sie sind in Sicherheit. Krass. Ha, hat dem die Shooter ausgekugelt? Wir sollten durch diese Tür gehen. Und Knäsch, ja. Kommt unser Knackspezialist hier. Hat ihr gedrückt und ruft sie in den und schließt sie in der Fall zu. Ah, was muss ich hier machen? Oh, come on. So, boah, ganz krass haben sie das Spiel gemacht. So, jetzt sind wir hier drin. Okay. Hi. Sind keine Waffen erlaubt. Ihr wollt bleiben? Dann lasst sie hier. Bien sûr, Monsieur. Wir waren eigentlich nur auf der Suche nach der Garderobe. Her damit. Und viel Spaß, Sportsfreund. Ganz ruhig, Monsieur. Eine kurze Erkundung der Räumlichkeiten scheint erforderlich. Oh, sind wir hier? Haha, Zelda. Jawohl, Ma'am. Ist schon gut, Süßer. Eieieiei. Ganz langsam. Die Raben von London. Sie organisieren sich. Okay. So.
Kommst du mit drauf, Süßer? Ein andermal. Ich zeig dir Sachen, die du noch nie gesehen hast. Das glaube ich gerne. So ein Mist. Blöder Kerl. Franzosen sieht man hier nicht. Sie sind bestimmt Soldaten. Nein, Offizier. Major General Lafayette, Veteran der amerikanischen Armee. Zu ihren Diensten. Hey, nein, Mann, der Frauen-Macho hier. Marquis, wir haben keine Zeit für Spiele. Wir müssen einen Ausgang finden, schnell! Ich habe genau das Richtige. Könnte eine von den Damen in meine Tasche greifen? Gib schon her, Süße. Ist das genug, Monsieur? Oh, mehr als genug, würde ich sagen. Darf ich bitten? Nach oben mit euch. Du bist der Klügste und der Frauenmagnet, ja? Das wirst du bestimmt nicht vergessen. Hier lang, Schatz. Hier rein. Hey! Hey! Was hast du denn vor? Das ist das falsche Zimmer. Wo ist der Franzmann hin? Er ist da drinnen. Mit seinem Freund. Hey! Verschwinde da! Oh! Hallo! Hey! Hey! Toutes mes excuses, madame. So, dann weg zum Krankenhaus. So, Leute, ich mache hier mal eine kurze Pause. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Kommentiert es, teilt es und abonniert mich. Ciao zusammen.